Zu Beginn der Menschheit wurde alle Zeit und Energie der Menschen gebraucht, um Nahrung zu beschaffen. Dann wurden Pflanzen angebaut und Tiere gehalten. Damit wurde Zeit frei und diese Zeit wurde genutzt, um Kultur zu entwickeln. Heute ist die Verbesserung der Ernährung nur möglich durch den massiven Einsatz von Energie. Traktoren verbrauchen Energie. Sie sind aus Stahl hergestellt. Dessen Erzeugung verbraucht viel Energie. Großer Energieeinsatz ist notwendig für Dünger- und Schädlingsbekämpfung und später für die Verarbeitung der Ernte. Erst Verbrennen von Kohle bzw. Erdöl, Erdgas ermöglicht die Ausweitung der Ernährung, mehr verfügbare Zeit und damit Kultur. So fasst Václav Smil den Zusammenhang von Ernährung und Kultur zusammen. Ausführlich diskutiere ich sein Buch in einem eigenen Video. Link ist in der Beschreibung.